Dann haben sie da irgendwie noch eine Außenministerin sitzen, die wirklich die ganze Zeit seit Monaten an der Eskalationsschraube dreht. Ihr werdet doch alle verarscht von denen da oben. Darum geht's doch! Sagen, es ist nicht mehr 11:55. Das wissen Sie selber, das merken Sie auch, das spüren wir alle. Wir haben 11:55 und wir haben da oben eine Laientheatergruppe sitzen, so ein Quatsch-Comedy-Club. Ungehörig, es gehört sich einfach nicht. Und daran krankt doch die gesamte Bundesrepublik, dass sie ist. Wenn sie nicht auf der richtigen Seite stehen, sind sie gleich auf der falschen. Die Falsche sind gleich Covidioten, Querdenker, Nazis, sonst irgendwas. Was ist das für ein Umgang? Ich halte das für hochgefährlich für eine Demokratie und für den demokratischen Pluralismus in unserem Land. Es ist hochgefährlich. Und das, was hier gemacht wird, ich nenne das sehr gerne auch in anderen Vorträgen und wir können da ja auch gerne gleich nochmal in einem Dialog drauf eingehen, das ist ja fast schon postfaschistisch, was hier gemacht wird. Das ist Stalinismus, die Diffamierung des politischen Gegners. Eine komplette Deformierung, eine Entmenschlichung des Gegners. Und die Menschen, die das tun, die merken das nun nicht mal. Sie merken das nun nicht mehr, sie fühlen sich im Recht. Und Sie müssen sich vorstellen, all diejenigen, und ich weiß, dass Sie das ja auch machen, die politischen Debatten im Bundestag zu verfolgen, wie unsachlich die teilweise geführt werden. Es ist kein Austausch der Argumente mehr. Sondern da geht es einfach nur noch wir gegen die AfD. Und ich kann einfach nur sagen, wir sind die AfD. Und wir lassen uns das alles nicht gefallen. Wir haben die Lösungen. Die Lösungen werden überall von der CDU abgekupfert, da wo es gerade reinpasst. Und seien wir doch mal ehrlich. Friedrich Merz ist als konservativer Führer der CDU, ja, das war ja mal der Hoffnungsträger, ein Komplettausfall. Und Angela Merkel ist in Wirklichkeit die erste grüne Kanzlerin der Bundesrepublik geworden. Das ist doch die Wahrheit. Und ich weiß, ich wurde darüber informiert, dass hier heute Abend einige CDU-Kommunalpolitiker sitzen. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, machen Sie mal richtig Bambule bei Ihnen in der Partei, was bei Ihnen eigentlich falsch läuft. Wo ist eigentlich die Partei, die CDU, falsch abgebogen? Eben kommt mir der Friedrich Merz entgegen. Und wissen Sie, wie der reagiert? Der guckt zur Seite, der guckt plötzlich weg. Sagen Sie dem mal, er soll sich mal anständig benehmen und vernünftig grüßen. Das ist ein vernünftiger parlamentarischer Umgang. Wo leben wir eigentlich? Ich bin das ja alle schon gewohnt, ich halte das auch aus, aber wenigstens vor März hätte ich es dann noch ein bisschen erwartet, aber jetzt erwarte ich überhaupt gar nichts mehr von dem Mann. Und die Bundestagsdebatten legen doch ganz klar offen, dass es diesen Menschen an Gespür fehlt, an Bodenhaftung, am Problembewusstsein. Für uns, für die arbeitende Bevölkerung, die hier völlig, ich sag's jetzt einfach mal ganz, es geht mir nicht über die Lippen, aber vielleicht sage ich es doch. Ihr werdet doch alle verarscht von denen da oben. Darum geht's doch. Die werden hier über den Tisch gezogen. Und das tut mir für die Millionen Wähler so leid, die diesen Mist nicht gewählt haben. Das haben die nicht verdient. Mir tut es leid für die Wähler, die uns gewählt haben. Aber ich kann versprechen, wir werden mehr. Und wir werden das Blatt wenden. Und dafür sind wir angetreten. Und wir machen sowas nicht mit. Ein Energie- und Wirtschaftsminister, der noch nicht mal weiß, was eine Insolvenz ist. Da kann nichts mehr verkauft werden. Unsere Kosten gehen durch die Decke und so. Aber dann, wenn man nichts mehr verkaufen kann, da ist man noch lange nicht insolvent. Da kann man noch irgendwie den Laden zumachen. Also laufende Kosten oder sowas. Habeck, ne? So. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann haben sie da irgendwie noch eine Außenministerin sitzen, die wirklich die ganze Zeit seit Monaten an der Eskalationsschraube dreht. Man muss einfach mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich hier, was sind denn die außenpolitischen Erfolge von der Baerbock? Außer, dass wir jetzt da einen riesen Kladderadatsch haben. Das muss man sich mal vorstellen.
Dann haben wir von der FDP, Götz, du hast ja eben die FDP erwähnt, von der FDP, liebe Freunde, ist überhaupt gar nichts mehr zu erwarten. Die FDP ist ein Totalausfall. Und die FDP ist eine Partei, die man definitiv nicht mehr braucht. Die hat sich komplett überflüssig gemacht in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist leider so. Es ist leider so, und warum sage ich leider? Weil es mir letztendlich leid tut. Wir wissen doch, dass wir eigentlich eine liberal-konservative Mehrheit hätten. In den Landtagen und im Bundestag. Mit der AfD, mit der CDU, mit der FDP haben wir die Mehrheit. Gehen Sie hin, gehen Sie zu den Abgeordneten, fragen Sie sie, warum das nicht möglich ist. Wir könnten liberal-konservative eine vernünftige Politik machen. Rufen Sie die Abgeordneten in den Wahlkreisen zur Vernunft und in Ihrer Partei, dass wir endlich vernünftige Politik machen können und das abwenden können. Weil ich kann Ihnen sagen, es ist nicht mehr 5 vor 12. Das wissen Sie selber, das merken Sie auch, das spüren wir alle. Wir haben 5 nach 12 und wir haben da oben eine Laientheatergruppe sitzen, so ein Quatsch-Comedy-Club. Man kann es nicht anders sagen, es ist brutal. Aber die Leute, die können das gar nicht können, verstehen Sie? Die können das gar nicht können von ihrem Background her. Und da ist auch überhaupt gar kein Vorwurf mehr zu machen, weil auf der anderen Seite, da haben Sie irgendwie Wähler, die das auch nicht so ganz durchblicken. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, wie man in dieser Situation noch nur annähernd hat, jemanden so was Uncharismatisches und so was wirklich Blasses wie den Olaf Scholz hat wählen können, der wirklich diese zig Skandale an den Hacken hat. Dann hat er da einen Steuerskandal, dann hier einen Finanzskandal. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie kann sowas sein, ja, weil er von den Medien gedeckt wird. Was ist das für eine Medienberichterstattung? Das hat Herr Springer ja gerade sehr ausführlich, sehr, sehr schön beschrieben. Darum ist die AfD seit jeher für die Streichung, für die vollständige Streichung der GEZ-Gebühr. So, da fangen wir doch mal an. Und dann, bevor wir gleich in den Bürgerdialog einsteigen, wirklich auch noch mal etwas, was mir ganz wichtig ist. Es wird ja sehr theoretisch über die Inflation gesprochen. Inflation ist eine Preissteigerung, Preissteigerungsrate. Da lesen Sie in den Zeitungen verschiedene Dinge. So. Sie hören auch verschiedene Dinge. Zum Beispiel, dass Frau Lagarde irgendwie Ende des letzten Jahres gesagt hat, und ich glaube auch noch im ersten Quartal diesen Jahres, hat sie einfach gesagt, ach, das geht jetzt so ein bisschen nach oben und dann geht es wieder runter. Wir sehen einen Hügel. So. Die Notenbankchefin der EZB. Dann haben Sie andere Ökonomen, die Ihnen auch irgendwie was erzählen, ach, das ist nur kurzzeitig und das geht wieder zurück. Ich gehöre auch zu der Hundertschaft von Ökonomen, die sich jetzt nun mal der Politik verschrieben hat, warum ich da auch eine sogenannte Twitter-Rolle habe. Ich kann Ihnen einfach sagen, nichts davon ist wahr. Wahr ist, dass wir uns in einer dramatischen Lage befinden. Der Euro stirbt, es ist eine sterbende Währung. Er konnte nie funktionieren, das ist der Grund, warum es die AfD überhaupt gibt, das haben wir immer gesagt. Aus geldtheoretischer Sicht konnte er nie funktionieren. Eine Währung,